3, 4, und es schaut gut aus, Herr Oberbürgermeister. Willkommen und Servus bei SHA TV. Hier ist euer Peter Wackel und ich darf heute bei uns nicht im Studio, sondern auf dem Kinderkarussell die Judith begrüßen. Judith, hallo, grüße dich. Ich grüße dich auch. Zum ersten Mal war Jakobi hier mit dabei. Natürlich, ich war noch nie hier. Ich übergebe das Mikro mal meiner professionellen Moderatorin. Genau, wir wollen einmal noch ein bisschen was von dir wissen und zwar Bier oder Wein? Sehr gerne beides, aber dann gleich in Massen. Also ich würde mich tendenziell fürs Bier entscheiden, aber sehr gerne auch Wein. Bierkönig oder Bierzelt? Bier, oh, das ist auch gemein, auch beides, ist ja beides so schön. Also Bierkönig im Sommer super gerne, aber Bierzelt ist auch meine Heimat. Okay, und wie sieht es dann aus? Lieber Party machen oder lieber auf dem Sofa? Party. Also das Sofa fällt mir wirklich auch inzwischen, auch wenn ich inzwischen so alt bin, ich bin ja schon über 25. Oh, das sieht man aber nicht. Nein, sieht man gar nicht. Nein, wirklich, also Sofa kann ich so gar nicht mehr haben, da gehe ich lieber weg. Ja? Und auch mal, also ein freier Abend ist zwar schön, den aber dann lieber mit Freunden und Familie verbringen bei Bier und Wein. Im Bierzelt oder im Bierkönig, okay. Aber bitte nicht am Sofa. Wir wissen, dass du meistens immer erst so um 3 auftrittst. Wie kann man sich dann noch motivieren so spät? Ja, das geht ja automatisch schon mal so. Heute zum Beispiel ganz, ganz entspannt, 22 Uhr, das ist sonst die Zeit, wo ich ins Bett gehe auf Mallorca. Stehe dann um 1.30 Uhr wieder auf, dann geht es wieder ins Oberbayern oder in den Bierkönig. Und für mich ist das heute eher so Entspannungsübung, weil morgen geht es ja dann gleich wieder auf die Insel runter. Und da ist dann eben gleich wieder um 2:30 Auftrittszeit, je nach Fülligkeitsgrad. Auf Mallorca ist das ja so, umso voller, umso später sind die Auftritte. Also das sind die Jungs für den Bierkönig-T-Shirt. Ja, wenn die Burschen singen und die auch Privaturlaub auf Malle? Würde ich gerne machen, also habe ich ja früher immer gemacht, daher kommt ja meine ganze Singerei aus den Privaturlauben von früher, weil ich einfach dann schon immer Strandfan, Mallorca-Fan und auch Bierkönig-Fan war. Und wenn mal frei ist, also am Strand war ich dieses Jahr noch nicht, jetzt haben wir schon Ende Juli, aber ich würde es unheimlich gerne mal wieder machen, wenn einfach mir ein bisschen Zeit ist. So Kalaratiada ist auch mal schön, für einen Abend nur dann hochfahren, ist einfach eine ganz tolle Insel, zurzeit natürlich brechend voll und im Winter habe ich dann vielleicht auch mal 1-2 Tage zum Genießen. Ja, sogar aus dem Norden kommen Besucher zum Jakobimarkt, woher kommen Sie denn genau? Wir sind zwischen Aurich und Emden, direkt an der Nordsee und sind extra zum Jakobimarkt hierher gekommen. Und wie gefällt es Ihnen hier? Sehr schön. Und dem Sohnemann? Auch. Auch sehr gut. Sind Sie schon irgendwas gefahren oder waren Sie schon im Bierzelt? Ich war gerade im Karussell gewesen, deswegen sehe ich ein bisschen zerstrubbelt aus. Aber ich denke, das macht nichts. Lieber Deutschland oder lieber Malle? Zum Urlaub oder zum Leben? Generell. Na, da brauche ich auch beides. Du hast so schöne Fragen, wo ich immer mit beiden antworten muss, denn ich brauche beide Länder. Also ich könnte nicht immer auf Mallorca sein. Und ich genieße es aber trotzdem im Sommer da zu sein für die Auftritte, aber für immer möchte ich da auch nicht sein. Da ist mir dann meine fränkische Heimat, ich komme ja aus Bubenreuth bei Erlangen, die ist mir dann auch schon verdammt wichtig. Gar nicht so weit. Doch, weit weg. Aber 1,5 Stunden sind wir gefahren. So, hier noch ein Statement zu Schwäbisch Hall. Hast du schon was gesehen? Ja, super. Die Einfahrt habe ich gesehen, den Parkplatz. Wir sind hinter das Zelt gefahren. Es war also so romantisch. Habe ich sowas noch nie gesehen. Ich kann das Büro schon hier von unserem Sonnyboy-Festzelt. Ich kenne dich, Judith. Nein, Schwäbisch Hall, ich war ja schon mal hier bei euch vor Jahren. Und es ist einfach genial. Sonntag ist zwar so ein bisschen mehr so der gemütliche Schlagertag. Ich weiß, dass Montag geht's ja wieder richtig. Da geht's rund, ja. Also viel Spaß. Ich denke an euch, wenn ich im Oberbayern singe. Dann torkelt ihr auch noch auf den Straßen hier rum. Wir denken auch an dich, ja. Ich finde es halt super. Es gibt ein kleines Weindorf, wir fahren Kinderkarussell. Ich finde es schön, ganz gemütlich hier. Ich finde es auch sehr gemütlich mit dir. Ja. So, jetzt lassen wir mal übers Wasser. Also echt eine wackelige Angelegenheit. Jetzt Flo, komm mit. Und jetzt wird's gefährlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Flughafen hier, oder? Gepäckband. Ja. Dankeschön. Jetzt kommen wir zum Spiegelkabinett. Ich hoffe, ich laufe gegen keine Scheibe. Bin mal gespannt. Aber man sieht eigentlich schon, wo eine Scheibe ist und wo nicht. Im Moment hier gibt es mehrere Wege. Oder auch nicht? Hä? Ah, da ist schon ein Gefangen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, was denn jetzt? Zu dir geschaut und nicht gemerkt, dass hier was kommt. Gutes Beintraining hier. Aber fiel mir nicht unter das Kleid, ja? Oh, jetzt wird's dunkel hier drinnen. Oh, jetzt haben wir gleich eine richtig schöne Aussicht. Hier kannst du mal filmen, was wir hier für eine schöne Aussicht haben. Ja, guck mal. Niemals, das ganze Jahr. Malle ist das ganze Jahr. Und dann musst du sagen, ole, ole und schalala. Geht ja fast mit SHA. Wackelpeter oder Peter Wackel? Natürlich Peter Wackel. Also Wackelpeter bin ich ganz weit entfernt. Das war ja früher mal wirklich von dem Wackelpudding. Ja. Daher kommt ja mein Name. Wir haben den dann echt selbst gekocht mit Zucker und Wodka, halb Wasser, halb Wodka. Den gab es dann bei den Konzerten immer als Gratisbeigabe. Aber das war so vor 20 Jahren und jetzt gibt es halt den Wackelpeter, nicht mehr nur noch Peter Wackel. Und Peter Wackel, auch gut. Melanie Müller oder Mia Julia? Mia Julia. War ich ja gestern Abend erst zusammen. Melli ist okay, aber im Moment ist halt Mia einfach angesagt. Ja, das stimmt. Ich war auch erst auf Malle. Kann man sie vergleichen beide? Ich glaube Beide blond, beide ziehen sich gerne aus. Okay, beide haben eine andere Vergangenheit, aber jetzt machen sie, jetzt singen sie und Mia ist schon top. Wirklich. Gut. Und du? Ich? Lieber Peter Wackel oder Jürgen Drews? Peter Wackel. Kann sie ja gar nicht anders sagen jetzt. Ich sag, nee, aber von der Musik her auch auf jeden Fall. Ja. Aber nicht so romantisch Schlager gebildet? Mm. Okay. Lieber Partymusik dann. Okay, lieber dann drei Tage wach oder einfach im Kummer. Sehr sympathisch, Judith. Ich würde sagen, du musst ja jetzt auch noch ein bisschen ausruhen, ja, deswegen. Ich? Nee. Ich gehe zum Bier. Wirklich nur am Party machen. Ja, ich trinke jetzt eine halbe Maß Bier und dann bin ich so bühnenbereit und dann geht es so langsam Richtung Bühne. Okay. Denn die Leute warten ja auch schon so ein bisschen. Ja, die warten. Ja. Die warten wirklich schon lange. Na klar. Ja. Gehen wir? Ja, wir gehen. Gehen wir Bier trinken, meine Liebe. Oh, das ist ja. Schön. Ich darf Sie runtergleiten. Oh ja, das ist nett. Das war auch so eine schnelle Fahrt da. Bin ich etwas wackelig jetzt auf dem Bein. Wackelig. Ja. Sie hat sich das Kinderkarussell ausgesucht. Wir gehen jetzt schießen. Ich weiß schon. Wir gehen in die Geisterbahn, dann das ist noch schlimm. Dann gehen wir da rein. Oh nee, da wird mir schlecht. Da, ja, wir auch. Das ist auch okay. Komm, das, wir machen das alles. Das geht noch. Oh, ja. Nee, wir gehen wieder Bier. Jakobi-Markt. Prost! Ich sag Prost, Prost. Prost zusammen! Prost!
Nächstes Wochenende sind wir beim Jungle Beat Festival dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet.